Fuck! Mittlerweile ist mir der Plan scheißegal. Orkanböen so stark, dass sogar kleine Tornados entstehen könnten. Ey, ich fahre ja diesmal nach Barcelona. Das ist krass. Super kalt. Long story short. Die Hagelkörner, die waren groß genug, um mein Zelt zu zerschlagen. Ich bin, glaube ich, im Abenteuer angekommen. Jura Gebirge. Fuck you. 1700 Kilometer mit dem Fahrrad von Heidelberg bis Barcelona. 15 Tage, 8300 Höhenmeter und 19 Kilo Zuladung. Mein Abenteuer startete ganz locker am Rheinradweg, führte mich über das Juragebirge an den Genfer See und schließlich auf dem Rhone-Radweg durch halb Frankreich. Am Mittelmeer angekommen, radelte ich an der Küste bis an die spanische Grenze, überquerte die Pyrenäen und erreichte schließlich nach meiner fünften Reifenpanne Barcelona. Es war ein verdammtes Abenteuer. Moin, ich bin gerade eben gestartet, Samstag früh, bin kurz nach Heidelberg, Tag 1, Kilometer 6. Ich fahre ja diesmal nach Barcelona, das sind 1650 Kilometer oder so. Meiner Meinung nach durchaus machbar, einfach ein bisschen herausfordernder. Ich bin um 7 Uhr morgens heute Morgen geil losgefahren, 6 Uhr sind wir aufgestanden, Matita musste auch mit raus. Keine 30 Kilometer gefahren und schon ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich rede immer davon, wie wichtig es ist, Testtouren zu machen. Und auch diesmal habe ich 2 Testtouren gemacht. Natürlich sollte man das mit allen Taschen komplett machen, also auch mit Gepäck drin und so weiter. Das habe ich auch gemacht. Allerdings war mein Schloss, was ich die letzten Jahre mitgenommen hatte, ist kaputt gegangen. Also habe ich mir ein neues gekauft und das war noch nicht da, als ich Testtour gemacht habe. Außer dem Schloss hatte ich alles getestet. Ich habe es so dran gemacht wie das letzte Mal, das Schloss. Auch sehr ähnlich von der Größe und vom Umfang her. Aber natürlich hat es ganz leicht an den Beinen gerieben, an der Stelle, wo es hatte. Und es hat so genervt. Ich bin 4-mal abgestiegen und habe es versucht, anders dran zu machen, hin und her, nach dem 4. oder 5. Mal passt jetzt alles. Also so sieht es jetzt aus. Also ihr seht, da wo das Schloss ist, da hatte ich den Ersatzschlauch, der jetzt hier ist. Und das Schloss hatte ich eigentlich hier in dem Bereich so, einfach nur ein Stück höher. Eigentlich super simpel, aber dafür habe ich 4-mal angehalten und es hat halt einfach genervt. Das hat jetzt keine 20 Minuten gekostet. Long story short, macht halt immer Sinn, eine Testtour zu machen. Und am besten mit allem. Dieses Mal komme ich am Pfingstmontag in Barcelona an und einen Flug am Pfingstmontag spontan zu buchen, das geht natürlich gar nicht. Mein Urlaub ist komplett gestretched, das heißt, ich muss auch wirklich dann wieder zurück. Ich kann nicht sagen, komme ich heute nicht, dann komme ich morgen. Ich muss an dem exakten Tag kommen. Ich treffe auch noch einen Kumpel unterwegs, der ein Stück mitradelt. Also ist alles nicht ganz so flexibel. Es ist insofern flexibel, dass ich jetzt 16 Tage quasi habe. Am 16. Tag muss ich ankommen und was dazwischen ist, ist völlig egal. Also ob ich heute 300 Kilometer fahre und morgen dann nur 50, ist völlig wurscht. Aber am Ende muss Barcelona da stehen und ich mit dem Karton und mit dem Rad ja, den Flug bohren. Ja, der erste Tag ist vorbei. Ist ziemlich gut gelaufen. Ihr seht hier, ich bin an einem schönen Platz, direkt an der Kinzig, ziemlich direkt vor Straßburg. Ich habe heute 157 Kilometer circa gemacht oder 158, bin mir nicht mehr sicher. Wetter war top. Ein bisschen Wind hatte ich, aber jetzt auch nicht übertrieben. War ziemlich gegen mich der Wind, aber wie gesagt, das Meckern auf hohem Niveau. Die Schlafplatzsuche hat auch super geklappt. War relativ schnell, hatte ich was gefunden. Der Platz hier, hier oben ist ein kleiner Pfad, wo Leute langlaufen können. Vorhin ist mit welchem Hund vorbei, da ist der Hund runter zum Zelt. Das war so ein bisschen eine schwierige Situation. Das war ein großer Hund, hat aber nichts gemacht. Der Besitzer hat ihn zurückgepfiffen. Ansonsten ist hier super ruhig. Ich musste auch nicht wirklich die Route verlassen. Ich bin jetzt irgendwie einen halben Kilometer in eine andere Richtung gefahren, weil ich schon gesehen hatte, dass es da ganz gut aussieht und bin dann einfach mal auf gut Glück reingefahren und hat super gepasst. Ich habe viele meiner Lektionen, die ich von meinen letzten Bikepacking-Touren mir im Nachgang gesetzt habe, habe ich heute mehr beherzigt. Ich habe immer, wenn eine gute Gelegenheit war, mit was zu essen, wenn eine gute Gelegenheit zum Schwimmen war, dann habe ich die einfach genutzt. Ich bin immer so, dass ich dann denke, ach komm, ich habe erst so und so viele Kilometer und ich möchte noch so und so viel machen, bis ich dann eben was esse oder bis ich eben baden gehe und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, jedes Mal habe ich dann einfach nichts mehr gefunden. Also ein guter Start, muss ich sagen. Ich muss am Tag jetzt im Schnitt 113 Kilometer fahren. Am Anfang natürlich gerne ein bisschen mehr, weil am Anfang habe ich wenig Höhenmeter, die kommen so ein bisschen mehr in der Mitte. Und das letzte Stück, was ich mit meinem Kumpel fahre, da wollen wir auch deutlich weniger Kilometer machen. Das heißt, jetzt am Anfang muss ich doch ein bisschen mehr machen wie die 113. Die sind eben nur der Schnitt. Aber ich bin ja heute schon knapp 160 gefahren. Wie gesagt, wettertechnisch hätte ich nicht viel mehr Glück haben können. Ich habe schon mal so ein bisschen gespickt im Wettervorcast. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen Pech bekommen, Wetter. Willkommen zu Tag 2. Ich
letzte Mal, als ich hier durch Straßburg gefahren bin mit dem Rad bei einer Bikepacking-Tour, das war mittags, da war die Hölle hier auf der Brücke los. Wetter ist noch schön, soll sich ein bisschen zuziehen heute gegen den Lauf des Tages. Die Nacht war eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Zwei Dinge. Der Platz war zwar super ruhig und keine Angst, irgendwie jetzt erwischt zu werden oder sonst irgendwas, aber kamen zwei, dreimal Hunde, weil da Leute Gassi gegangen sind. Dann einmal kam halt mitten in der Nacht einer um 24 Uhr und hat mich komplett aus dem Schlaf gerissen. Das andere ist, es war doch relativ frisch. Ich habe meinen relativ dünnen Pulli nur dabei. Ich hoffe, dass unsere nächsten Nächten, wenn ich immer weiter nach Süden komme, es immer wärmer wird. Aber also heute Nacht habe ich ganz schön gezittert. Ich habe mich ganz schön eingerollt im Schlafsack und lag dann ziemlich unbequem da. Der Platz an sich war gut, mit den Hunden und halt die Kälte. Heute geht es jetzt Richtung Basel. Der Plan ist nicht ganz bis nach Basel zu fahren. Basel ist ca. 300 Kilometer von Heidelberg. Das heißt, heute würden dann sowas 130, 135 Kilometer auf der Uhr stehen. Falls es doch zu gut läuft, dann fahre ich dann einfach ein Stück weiter wie Basel. Ich konnte gleich. Fucking shit. Was eine Scheiße. Ich bin schon ein paar Kilometer in falsche Richtung gefahren. Ich muss mal kurz anhalten. Hier geht's eben nicht weiter. Ich bin, glaube ich, im Abenteuer angekommen, also das dauert immer so eine Weile, bis man einfach so wieder sich eingroovt, den ganzen Tag, von morgens bis abends Radfahren und so, da muss man sich wieder dran gewöhnen, aber das geht meistens relativ schnell. Wahrscheinlich die allerbeste Nacht jemals beim Wildcampen verbracht. Ich habe so tief und fest geschlafen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach abgebrüteter geworden oder ich weiß es nicht. Aber sonst immer habe ich einen relativ unruhigen Schlaf und wache immer mal wieder auf und denke, oh, ich werde gleich gesehen. Oder wenn da ein paar Tiere unterwegs sind, dann wache ich sofort auf. Ich habe richtig durchgepennt. Bin auch erst dann kurz vor Ort aufgewacht und habe dann ein bisschen gebraucht, bis ich wirklich in die Pötte gekommen bin. Bin noch mal kurz dann reingehüpft. Heute ist Tag 3. Ich bin kurz vor Basel oder direkt bei Basel. Sehr ungemütlich hier. Dreiländereck, Umschlagsplatz, natürlich sehr viel Logistik. Wird alles ein bisschen abgefuckt, abgeranzt. Ich versuche so große Städte oder größere Städte so beidesgehend zu meinen oder einfach schnell durchzufahren. Genau, ich habe mir jetzt gerade Frühstück geholt beim Lidl, weil ich noch ein paar andere Sachen gebraucht habe, bevor ich die Grenze in die Schweiz überquere. Das ist jetzt 10. Ich habe jetzt 20 Kilometer. Also so wenig hatte ich um die Uhrzeit noch nie. Aber mein Gott, der Weg ist das Ziel. Ich bin aktuell immer noch gut in der Zeit. Mein Plan war mal so ganz grob 2,5 Tage für den Rheinradweg bis Basel zu brauchen. Ich bin jetzt quasi kurz vor Basel. Es ist jetzt der dritte Tag und wenn man sagt 2,5 Tage, dann heißt das, sage ich mal, bis um 12 mittags, jetzt 2 Stunden vor 12 mittags. Also ich bin eigentlich genau nach Plan. War allerdings den letzten Tag deutlich vor Plan und habe dann jetzt ziemlich viel verloren, einfach dadurch, dass ich mich gestern mehrmals verfahren habe und so weiter. Genau, ich wollte mich einfach kurz melden, hallo sagen, dass, weil ich glaube heute, da ich jetzt so spät dran bin, werde ich nicht so viel filmen. Wir sehen uns. Ciao. Willkommen zu Tag 4. Ihr seht's, ich bin ganz schön abgeranzt, ich bin im Zelt, es pisst. Ja, aktuell ist echt krass, super kalt, super schlechtes Wetter. Ich bin hier im Juragebirge. Juragebirge, fuck you. Es ist arschkalt, ich hab zwei T-Shirts, ein Unterhemd, ein Pulli, also ich hab alles an, was ich hab. Alles. Ich hab die ganze Nacht gezittert, ich bin immer wieder aufgewacht, weil es nicht so kalt war. Mein Schlafsack ist nicht gerade der wärmste und ja, es ist halt einfach wirklich arschkalt. Es regnet, es windet. Die Wettervorhersage ist überhaupt nicht gut.
wollte heute wirklich früh losfahren. Nachdem ich gestern sehr spät losgekommen bin, dann war es sehr erholsam Nacht noch am Rhein und dann den ganzen Tag irgendwie so hinterm Plan hergehangen bin. Mittlerweile ist mir der Plan scheißegal. Ich will einfach nur durch dieses Kack-Jura-Gebirge durch und wieder runter auf normale Meereshöhe, also an Genfer See, mit normalen Temperaturen. Ich will wirklich einfach nur ankommen. Ich würde ganz gerne auf den Campingplatz gehen, weil ich wirklich, boah, ich brauche das gerade wirklich. Bis ein Campingplatz kommt, der irgendwie ganz okay wäre, müsste ich, glaube ich, heute 130 Kilometer fahren. Das sind aber ordentlich Höhenmeter drin. Der Wind ist übel. Ich kann jetzt gerade nicht abbauen, weil es gerade so regnet. Wieder also nicht so früh loskommt. Also aktuell weiß ich wirklich nicht, ob das machbar ist und ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt 100 Kilometer schaffe. Aber Hauptsache, ich bin wieder irgendwie auf Sea-Level. Hauptsache, es wird irgendwie besser. Also gerade ist wirklich Abfuck. Also ich meine, das ist ja das Ganze noch Urlaub. Ein Abenteuer erlebt natürlich auch von so extrem Erfahrung, von so ein bisschen, dass man über sein Limit geht. Das muss halt alles immer noch so ein bisschen im Rahmen sein. Und ja, aktuell, wie gesagt, ich bin völlig am Ende. Saukalt, es regnet, ich habe die ganze Zeit Wind im Gesicht, es geht die ganze Zeit nach oben. Fuck! Ich habe einfach nicht so krass warmes Dachen dabei, weil ich einfach auch nicht damit gerechnet habe, dass es so kalt ist. Von daher hoffe ich, sobald ich unten auf Sea-Level bin und sobald es dann auf den Krone-Radweg geht, dass es wieder so ein bisschen mehr wie am Rhein ist und ein bisschen einfacher wird. Einfach so einen Flussradweg folgen und so weiter. Hier oben gibt es halt auch einfach gar nichts. Also gestern bin ich, keine Ahnung, 3 Stunden lang gefahren, ohne dass überhaupt irgendwas kam. Also kein Supermarkt, keine Tankstelle, kein gar nichts. Ich habe schon ein bisschen was zu essen dabei und die Flaschen, die waren auch gut gefüllt, aber ab und zu brauche ich dann halt doch mal eine Cola oder irgendwas. Und ich habe auch gestern halt auch nirgendwo angehalten, nochmal was Warmes gegessen, weil es einfach nirgendwo was Warmes gab zu essen. Ich habe dann am Abend hier was gekocht, aber das war dann halt auch eher semi-gut. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht bald aufhört zu regnen, es klingt überhaupt nicht danach und dass es dann halt irgendwann weitergehen kann. Tschüss. 6 Stunden später. Und so geht's weiter im nächsten Video. Es ist ultra viel passiert. Wie kann eine komplette Nation so versagen? Ja? Ich war wirklich am Limit. Ich glaube, ich habe so ein bisschen mein Körpergefühl schon verloren. Boah, mir ist das Herz stehen geblieben, ne? Ich bin einfach durchgeballert. So ein deutsches Ding irgendwie. Pommes habe ich direkt weggeatmet. So ein ab. Ey. Retrospektiv wird das wahrscheinlich den Abenteueraspekt auf der Tour ausmachen. Die 35 km/h Dauerwind und 70 km/h Sturmböen. Am Campingplatz, da wird mir dann was geklaut. Also ihr werdet vielleicht kleine Bruchteile von dem sehen, was ich gerade erzählt habe. Das ist doch besser so.